Was haben Immobilien, Oldtimer und Musikstreaming gemeinsam? Richtig, mit allen drei Dingen kann hervorragend Geld gewaschen werden. Und die meisten haben keine Ahnung, wie das geht. Deshalb wird es in diesem Video um 6 ganz verschiedene Arten gehen, wie aus illegalem Geld scheinbar legales Geld gemacht wird und wie das Ganze funktioniert. Allerdings möchte ich euch vorab warnen, denn es kann durchaus sein, dass ihr nach diesem Video die ein oder andere Branche mit etwas anderen Augen sehen werdet. Hallo und schön, dass ihr da seid, hier bei Wahn und Sinn, dem Kanal, wo ich, Johannes, euch wirtschaftliche Zusammenhänge so erkläre, dass man dafür nicht unbedingt studiert haben muss. Wenn ihr also das Gefühl habt, dass ihr auch bei wirtschaftlichen Themen die ein oder andere Wissenslücke habt, dann abonniert einfach den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, denn dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video hier rauskommt. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema Geldwäsche. Für die von euch, die mein Video von letzter Woche noch nicht gesehen haben, ihr könnt das übrigens gerne da oben nachholen, hier die kurze Zusammenfassung. Als Geldwäsche bezeichnet man die Aktivität, die dafür sorgt, dass Geld aus illegaler Herkunft so wirkt, als hätte es einen legalen Ursprung. Die Geschichte der Geldwäsche ist dabei ziemlich spannend, auch wenn sich das ganze Feld in den letzten Jahrzehnten deutlich professionalisiert hat. Kommen wir zur ersten Methode, die Finanzagentinnen. Vielleicht seid ihr auch schon mal über so ein verlockendes Jobangebot gestoßen, wo damit geworben wird, dass man sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit verdienen kann und dafür braucht man nicht mal einen Schulabschluss, sondern es reicht eigentlich, ein deutsches Konto zu haben. Man könnte da denken, es wäre irgendeine Betrugsmasche. Dabei stimmt es gar nicht. Tatsächlich geht es um anderes Verbrechen, nämlich um Geldwäsche. Die Masche geht so. Die Geldwäscher lassen sich ihr Schwarzgeld auf das Konto derjenigen überweisen, die sich auf diese windigen Anzeigen melden. Die überweisen das Geld dann weiter, meistens ins Ausland, zum Beispiel Western Union, und dürfen dafür eine kleine Provision, manchmal sogar 20% des Geldes, behalten. So ist es sehr viel schwieriger nachzuvollziehen, wo das Geld ursprünglich herkommt und diejenigen, die daran verdienen und die ihr Konto zur Verfügung stellen, wissen oft gar nicht, dass sie sich damit strafbar machen. Die ganze Sache gibt es aber auch noch ein bisschen perfider, nämlich ohne Provisionszahlung und stattdessen mit einer herzzerreißenden Geschichte. Wird dann zum Beispiel erzählt, dass ein Verwandter im Ausland dringend Geld braucht und ein Konto gesperrt ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall übergibt der Gangster, der Geld waschen will, das Schwarzgeld in bar an die Person, die sich bereit erklärt, das Geld dann weiter zu überweisen. Auf diese Art und Weise können Kriminelle Geld verschieben, ohne dafür selbst in Erscheinung treten zu müssen. Und das wiederum hilft dabei, die Herkunft von illegalen Geldern zu verschleiern. Inzwischen wird vor dieser Masche auch durch die Polizei gewarnt, die verhindern will, dass sich ganz normale Menschen aus Versehen strafbar machen. Von daher ist es jetzt auch ganz gut, dass ihr wisst, was eigentlich dahinter steckt. Die nächste Methode der Geldwäscher wirkt erstmal sehr viel seriöser. Es geht um Oldtimer. Auch wenn ich persönlich kein besonders großer Freund von Autos bin, finde ich bei alten Autos manchmal einfach das Design so krass schön, dass ich mir gern solche Sachen angucke. Und auch Geldwäscher haben ein Interesse an alten Autos, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Denn Autos kann man in Deutschland immer noch bar bezahlen, ohne dass man dafür komisch angeguckt wird. Und Oldtimer haben den Vorteil, sie steigen tendenziell im Wert. Und zwar manchmal richtig krass, je nach Modell, mit 2-stelligen Wachstumsraten pro Jahr. Wenn man jetzt also ein altes Auto bar kauft und ein paar Jahre wartet oder das Auto in der Zeit fährt und dann den Oldtimer mit Gewinn weiterverkauft, dann kann man sich den Kaufpreis auch aufs Konto überweisen lassen, denn man hat ja dann eine gute Erklärung für das viele Geld auf dem Konto, nämlich die Wertsteigerung vom Oldtimer. Ganz ähnlich funktioniert übrigens auch die Geldwäsche in einem anderen Bereich, der aber einen ähnlich guten Ruf hat. Der Kunsthandel. Bei Auktionen werden für Gemälde oder andere Kunstgegenstände immer wieder neue Höchstgebote erreicht und das Ganze läuft häufig anonym ab. Käufer und Verkäufer sind oft gar nicht bekannt. Oft verbergen sie sich zum Beispiel hinter so einer Aussage wie Collection of a Gentleman und im Kunstbetrieb scheint sich keiner daran zu stören. Das Geschäft brummt. Die Schweizer Geldwäsche-Expertin Monika Roth ist deshalb der Meinung, dass sich der Kunstmarkt perfekt für Geldwäsche eignet. Die ständig steigenden Preise sorgen regelmäßig für eine neue Erklärung für scheinbar legale Gewinne. Der ganze Markt ist so intransparent, dass eine effektive Kontrolle praktisch nicht möglich ist
Und obendrein lassen sich Kunstwerke auch ganz gut über Ländergrenzen bringen, ohne dass man dafür jetzt beim Zoll auffällig werden würde. Bei Immobilien sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus, denn sie sind nicht mobil, wie der Name schon sagt. Aber dafür haben sie für Geldwäscher ein paar andere handfeste Vorteile. Vermietete Immobilien bringen regelmäßige Erträge. Und das ist für Verbrecher natürlich super attraktiv. Deshalb kaufen sie gerne Häuser und zwar häufig mit bereits gewaschenem Geld. Man würde dann im Fachjargon von der Phase der Integration sprechen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann checkt das Video von letzter Woche aus. Aber auch beim Immobilienkauf selbst lässt sich wunderbar Geld waschen. Und nebenher spart man auch noch ein bisschen Grunderwerbsteuer. Dafür werden von Verbrechern zwei verschiedene Kaufpreise vereinbart. Einmal der offizielle, der beim Notar auch im Kaufvertrag steht, auf den dann die Grunderwerbsteuer fällig wird und der normalerweise natürlich überwiesen wird, also von einem Konto kommen muss. Und einen zweiten Kaufpreis, einen höheren, bei dem die Differenz in bar den Besitzer wechselt, ohne dass das irgendwo auftaucht. Die Gangster, die so Immobiliengeschäfte machen, haben gleich mehrere Vorteile. Erstmal werden sie ihr schmutziges Bargeld los. Außerdem sparen sie ein bisschen Grunderwerbssteuer. Und drittens, wenn sie irgendwann mal das Gebäude wieder verkaufen, haben sie eine sehr gute Erklärung für einen hohen Gewinn. Denn der Gewinn richtet sich ja auch nach dem offiziellen Kaufpreis aus dem Kaufvertrag. Tatsächlich haben es manche Verbrecher mit ihrem Immobilieninvestieren so sehr übertrieben, dass sogar die Berliner Staatsanwaltschaft gecheckt hat, dass da irgendwie was nicht ganz mit rechten Dingen zugehen kann und in der Folge die Immobilie mit unklarer Herkunft eingezogen hat. Das war zwar erstmal noch ein Einzelfall, zeigt aber, dass sowas zumindest prinzipiell möglich ist. Noch schwieriger ist die Verfolgung bei der nächsten Methode, um Geld zu waschen, denn es geht um Glücksspiel. Dieses Business lebt ja davon, dass es üblicherweise in bar abgewickelt wird. Man tauscht Bargeld gegen Spielchips. Dadurch eignet es sich perfekt für Spielende, um Geld zu waschen. Denn wenn sie irgendwann mal gewinnen sollten, können sie immer sagen, einfach Glück gehabt. Und müssen nicht unbedingt erzählen, dass sie davor sehr viel Geld investiert haben, bis sie irgendwann dann mal gewonnen haben. In einer Doktorarbeit über den Zusammenhang von Glücksspiel und Geldwäsche hat Johannes Güldner außerdem noch eine weitere Facette beleuchtet. Denn wer gewinnt beim Glücksspiel immer? Richtig, die Bank oder die Spielbank oder das Casino. Deswegen ist auch der Betrieb von Unternehmen, die im Glücksspiel tätig sind, auch verdammt beliebt bei Kriminellen, um ihr Geld zu waschen. Und auch wenn das an sich noch nichts komplett Neues ist, wurde das durch Online-Glücksspiel nochmal auf ein komplett neues Level gehoben. Denn durch die verschiedenen Online-Bezahldienstleister und viele verschiedene Glücksspielanbieter im Ausland ist die ganze Geschichte noch viel intransparenter, als sie das im Analogen sowieso schon ist. Und das Beste aus Sicht der Kriminellen: es gibt keine effektive Kontrolle. Wieso das immer noch so ist, darum wird es im nächsten Video gehen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert am besten den Kanal. Bei meinen Recherchen zum Thema Geldwäsche bin ich aber über noch eine Methode gestoßen, die ich euch nicht vorenthalten kann, weil sie mich so krass fasziniert hat. Denn es geht ums Thema Musikstreaming. Erinnert ihr euch auch noch an diese eine Doku vom Y Collective vor ein paar Jahren? Es kommen Manager zu mir, die sagen, wir haben hier gerade einen Künstler, wir haben hier 50.000 Euro. Was kannst du damit anstellen? Kai, so nennen wir ihn, hackt die Charts. Für 50.000 Euro gibt's eine goldene Schallplatte, behauptet er. In dieser Doku ging es darum, dass sich die Streaming-Charts mit Hilfe von Bots leicht manipulieren lassen und dass einzelne KünstlerInnen da nur deshalb gelandet sind, weil vermutlich Menschen dafür bezahlt haben. Das war damals nicht nur in der Musikbranche ein krasser Skandal, sondern hat Wellen geschlagen, weit über die Musikbranche hinaus, also auch in konventionellen Medien wurde das berichtet und ich verstehe das auch, denn natürlich ist es ein Skandal. Aber ganz ehrlich, ich persönlich fand eine Stelle da ganz besonders spannend und über die wurde irgendwie gar nicht berichtet. Es ist ja klar, dass irgendwelche Drogenclans zu so Leuten wie mir kommen und sagen, ich habe hier 50.000 Euro, können wir sauber waschen. Schwarzgeld, ja. Schwarzgeld, legen das auf meinen Tisch, meine Firma, meine Mitarbeiter, die transferieren das, machen alles fertig und die bekommen am Ende des Monats von ihrem Label oder wo sie es released haben, sauber Geld. Ganz ehrlich, das ist eine richtig gute Methode, um Geld zu waschen. Denn natürlich geht es nicht nur darum, durch Streams in die Charts zu kommen, sondern durch Streams verdienen Rapper Geld.
Auf jeden Fall sind Streaming-Auszahlungen von Spotify eine legale Einnahmequelle, ganz anders als zum Beispiel Drogenhandel. Dass es auf jeden Fall einen Zusammenhang gibt von Streaming und Geldwäsche, ist aber anscheinend sowas wie ein offenes Geheimnis. Zumindest schreibt der Rapper Kool Savage sowas exakt so auf Twitter. Und auch das Label der Antilopengang, die ich musikalisch wirklich weiterempfehlen würde, spielt vermutlich nicht zufällig auf dieses offene Geheimnis an. Diese 6 Beispiele aus diesem Video sind tatsächlich nur die Spitze vom Eisberg. Es gibt noch viel mehr Methoden, wie aus illegalem Geld scheinbar legales Geld gemacht wird. Aber mir persönlich reicht es schon, um abgefuckt zu sein, einfach davon, wie omnipräsent Geldwäsche in Deutschland zu sein scheint. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso ist das eigentlich so einfach, kann ich euch nur sagen, die Antwort ist lang und könnte euch verunsichern. Deshalb wird es dazu ein eigenes Video geben nächste Woche. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, aktiviert auf jeden Fall die kleine Glocke direkt, nachdem ihr auf Abonnieren geklickt habt. Und dann sehen wir uns auch schon wieder nächste Woche. Ich freue mich darauf. Bis dahin. Ciao.